So, meine Lieben, heute wollte ich euch mal mein Frühstück zeigen. Ganz simpel. Und zwar ist hier einmal drin Joghurt, ganz normaler Joghurt. Da könnt ihr nehmen, welchen ihr wollt. Dann Nüsse, die zeige ich euch gleich noch. Und ein klein geschnibbelter Apfel. Und dazu gibt es einen grünen Tee. Genau, das esse ich momentan jeden Morgen. Moment. So, und die Nüsse wollte ich euch zeigen. Moment, das ist nämlich diese hier. Die kaufe ich immer bei all diesen Nussfruchtmix. Kosten 5 Stück 2 Euro, das sind 200 Gramm. Die kauft auch kein Mensch, weil das keiner kennt. Einmal diese Version hier und einmal diese Version hier. Beide schmecken sehr lecker und dann kommt halt eine Tüte immer hier zum Frühstück rein. Die sind auch sehr gut für unterwegs, also für die Handtasche. Da habe ich auch immer eine Packung drin, falls ich lange unterwegs bin und Hunger kriegen sollte. Also der kleine Notfall-Snack schmeckt wirklich auch sehr, sehr lecker. Und ja, kann ich euch wirklich empfehlen. So, meine Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres Mittagessen für euch, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar mein momentanes Lieblingsessen, Quinoa-Salat. Aber nicht wie sonst immer mit Gurke und Tomate, sondern ein selbst kreiertes Rezept. Diesmal mit Hähnchen, Feta-Käse und Kirschtomaten. Und das Besondere an diesem Salat sind natürlich die Gewürze. Aber der schmeckt so, so lecker. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es heute einen Shake. Und zwar nehme ich immer diesen hier. Also ich trinke ihn jetzt nicht jeden Tag, aber zwischendurch mal zum Abendessen. Und zwar Diät Vitalkost. Ich meine, das ist Vanillegeschmack. Genau, das ist mit Vanillegeschmack. Den gibt es bei Aldi. Und das Gute ist, das ist genau ein Dupe zu Almased. Also angeblich soll das wohl ein Dupe sein. Kostet 6 Euro bei Aldi. Ich habe hier Vanillegeschmack und es gibt noch neutral. Und man kann das mit Milch anmischen oder mit Wasser. Ich habe das anfangs immer mit Milch getrunken, aber mir war das echt zu süß, weil das ist echt süß. Hier sind auch Süßungsmittel drin. Ja, deswegen trinke ich das jetzt nur noch mit Wasser. Könnt ihr es sehen? Nicht so, ne? Genau, also ich trinke das einfach nur mit Wasser gemischt und ja, das macht auch satt und schmeckt eigentlich ganz lecker. So, guten Morgen, meine Lieben. Das ist mein heutiges Frühstück. Und zwar ist es einmal Joghurt. Da habe ich hier diesen genommen. Bio-Joghurt Mango. Der schmeckt sehr, sehr lecker. Also kann ich euch empfehlen. Der ist so. Moment, wenn ich es aufkriege, kann ich es euch sogar zeigen. So, hier seht ihr so gelblich. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Also mit Mango. Dann Nüsse. Und da habe ich diese hier genommen. Nussfruchtmix. Gibt es bei Aldi. Und dazu gibt es einen grünen Tee. So, meine Lieben, heute gibt es was ganz Leckeres zum Mittagessen. Und zwar eine Süßkartoffel mit Kräuterquark. Und zwar ist das ein 5-Minuten, nee, 3-Minuten-Gericht. Und zwar ist das das hier von Pop Süßkartoffel. Hier sind 2 Stück drin. So sieht das aus in der Folie. Dann packt man es aus und tut es 3 Minuten in die Mikrowelle und fertig ist es. Also ich weiß nicht, ob das schmecken wird, aber ich hoffe. Und hier in so einem Ding ist Kräuterquark dabei. So, und zum Nachtisch gibt es jetzt ein Stückchen Cheesecake. Und das ist ein richtig kleines Stückchen. Also schaut mal, das ist wirklich so winzig. Und ja, das war hier in so einer kleinen süßen Verpackung drin. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es heute 2 Eiweißknäckebrote. Also die sind wirklich sehr, sehr lecker und sättigen auch wirklich am Abend. Und zwar sind das diese hier, die sind aus dem Aldi, kosten 1,50 Euro. Ich glaube, da sind 8 Stück drin. Genau, ich esse immer 2 abends. Ich habe sie belegt mit so einem leckeren Käse. Und zwar ist das dieser hier, der ist leider aus Polen. Den gibt es in Polen bei Kaufland. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es den auch bei uns bei Kaufland. Und zwar ist das, ich glaube, mit Zwiebel und Lauchzwiebel. Also auf jeden Fall schmeckt das sehr, sehr lecker. Das ist Cream Cheese, genau. Diese Cream Cheese Käsesorten schmecken sowieso mega geil. Also damit. Dann Tomate. Einmal hier gekaufte Tomate und Lauchzwiebel. Und hier ist meine selbst angepflanzte Tomate. Genau, die ich auf dem Balkon angepflanzt habe. Die schmeckt sehr, sehr gut. Auch mit Lauchzwiebel. Und dazu gibt es einen Kräutertee. So, guten Morgen. Heute gibt es ein etwas unspektakuläres Frühstück. Und zwar einmal
Müsli mit Milch. Und da habe ich das hier genommen von Berio mit Acai oder Acai, Maulbeeren, Inka-Beeren. Finde ich aber nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Dazu gibt es ein Actimel. Die finde ich auch nicht so gut, also diese Sorte. Und dazu gibt es einen grünen Tee. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es Kartoffelsuppe. Und zwar diese hier. So, Abendessen heute. Zwei Eiweißknäckebrote mit Tomate, also Frischkäse, Tomate, Lauchzwiebel. Hier Schinken, Lachsschinken und dazu ein Tee. So, good morning in the morning, meine Lieben. Zum Frühstück gibt es heute vier Knäckebrote. Jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, vier Stück, so viel. Ja, das ist nicht viel, das ist genau eine Portion. Laut Verpackung, und zwar ist es dieser Knäcke hier von Leicht und Kross mit Quinoa. Schmeckt eigentlich sehr, sehr lecker. Also so mit Frischkäse. Da habe ich diesen hier genommen, den aus Polen. Tomate und Lauchzwiebel. Genau. Dann gibt es noch ein Actimel dazu, wie immer. Und einen grünen Tee. So, meine Lieben, auch wenn es nicht lecker aussieht, heute gibt es Pesto zum Mittagessen. Und zwar wieder ein Fertiggericht. Und zwar ist das Pesto Basilico Tortelli. Genau. Und dazu gibt es, wie heißt es? Moment, Pesto, genau. Pesto Verde. So, genau, das habe ich mir da drauf geschmiert und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, guten Morgen, meine Lieben. Heute gibt es zur Abwechslung mal Pancakes. Habe ich mir gedacht, hatte nämlich, habe ich bei einer YouTuberin in einem Video gesehen, die sahen sehr lecker aus. Schaut euch meine an, total verbrannt. Innen drin sieht man das hier. Da sind sie noch nicht mal richtig durch. Das Rezept ist für den Arsch, muss ich ja mal sagen. So sieht es hier drin aus. Es war nämlich mit Kokosmehl und Kokosblütenzucker, genau. Und hier sehen sie so aus. Also ich weiß nicht, wie sie schmecken werden. Ich werde sie gleich probieren, ansonsten wandern sie im Müll. So, meine Lieben, das ist heute mein Mittagessen. Und zwar hier unten drunter verbirgen sich Sudels. Das heißt Zucchini-Nudeln. Habe ich in der Pfanne mit Gewürzen angebraten. Dann ein paar Tomatchen, Cherry-Tomaten geviertelt. Und das ist Hirtenkäse mit Königin Frischkäse vermischt, Salz und Pfeffer. Und letztens hatte ich die Käsemischung auch in der Pfanne, aber dann hat sich das so zerlaufen. Und deswegen habe ich das jetzt einfach so drüber gegeben. Ja, und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es die restlichen Pancakes von heute Morgen. Geschmacklich waren sie eigentlich ganz okay. Haben auch gut gesättigt, aber ich hatte den ganzen Tag Hunger auf Süßes. Deswegen kann ich sie, glaube ich, nicht empfehlen. Ich habe jetzt einen Teller drauf gemacht, also extra hübsch angerichtet. Erdbeeren, die sind aber tiefgefroren, aufgetaut und Kokosraspeln, Kokosflocken, Raspeln. Ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und dazu gibt es einen Kräutertee. Ja, einen Kräutertee. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, Mittagessen heute. Gefüllte Spitzpaprika mit Zwiebel und Hirtenkäse. Dann noch Pilze und Lauchzwiebel. Ja, und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es heute Apfelplunder, die gesunde Variante und die leckeren, die ich früher immer gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Die sind leider ein bisschen platt geworden, weil der Teig zu flüssig war. Aber die sind halt mit Apfelscheiben, Rosinen und Zimt, also zwei Riesenkleckse. Dazu gibt es einen gesunden Kräutertee. So, meine Lieben, Mittagessen heute sieht vielleicht nicht so lecker aus, ist es aber. Ich hatte das nämlich schon mal. Und zwar ist das dieses Quinotto mit weißem Quinoa von Davert. Da kommen nur Pilze rein und Sahne. So schaut das aus. Ist also ganz schnell fertig. Schmeckt sehr gut. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, das ist jetzt der Kuchen, den ich gebacken habe gestern. Ich weiß nicht, ob ich ihn so transportieren kann oder ob ich ihn schneiden soll und dann mitnehmen soll. Ich weiß es noch nicht. So, ich muss den Kuchen leider Gottes doch hier drin lassen.
Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen, wie das hier drin aussieht? Wahrscheinlich nicht so. Weil er fällt auseinander. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute Quinoa-Salat mit Gurke, Tomate und Avocado. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, heute gibt es wieder Apfelplunder zum Abendessen. Ich weiß echt nicht, wieso die so flach werden. Normalerweise sollten die so ein bisschen dicker sein und auch nicht so riesig. Aber egal, mit Apfel und Rosinen. Und ich habe diesmal Chiasamen untergemischt. Oben drüber Zimt, wie immer. Und dazu gibt es einen Kräutertee. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt es heute Chili con Carne aus dem Glas. Und zwar das hier. Dazu habe ich mir Reis aufgekocht. Und zwar habe ich das mit Gemüsebrühe aufgekocht. Schaut mal, was es heute wieder Leckeres zum Abendessen gibt. Nom 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 und dazu ein Teechen. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt es heute leckere, cremige Lauchcremesuppe. So, meine Lieben, Abendbrot heute. Eigentlich konnte ich mich nicht entscheiden, was ich esse, weil eigentlich habe ich keinen Hunger, aber ich habe Lust auf Süßes, also Heißhunger. Und da kam mir spontan die Idee, ich kann ja Apfelwölkchen machen. Problem, das hat jetzt doch länger gedauert und ich hätte schon vor einer Stunde essen sollen. Ich hoffe, die sind durch. Ich habe die jetzt länger drin gelassen. Ja, ist Low Carb angeblich. Ist mit, also habe ich noch nie zuvor gemacht. Ist mit Kokosmehl, Äpfeln und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle verdrücke. Auf jeden Fall, jetzt habe ich doch Hunger und ja, ich lasse es mir schmecken. So, meine Lieben, das ist heute mein Mittagessen. Zucchini-Nudeln, also Sudels mit Hirtenkäse, Cherry-Tomaten und Räucherlachs obendrauf. So, meine Lieben, da es heute schnell gehen muss, gibt es eine Tütensuppe, und zwar Gurkensuppe. Und zwar diese hier und die ist aus Polen. So, good morning and the morning. Das ist mein Frühstück heute. Und zwar einmal dieses Müsli hier. Amachia Crisp. Hier kann man nichts sehen. Das ist drin mit einem halben Apfel und Milch. 0,1% Fett, glaube ich. Und dazu gibt es einen schwarzen Tee und gleich kommt da noch ein bisschen Zitrone rein. So, meine Lieben, mein Mittagessen heute, und zwar ist das der Rest. Nämlich, ich habe eigentlich was anderes gemacht. Das ist noch im Ofen. Und zwar das hier. Das ist aber noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das sind so Röllchen. Die zeige ich euch gleich nochmal. Und das ist der Rest. Die restgebliebene Zucchini habe ich mit Frischkäse, mit Knoblauch in der Pfanne gemacht. Ich hatte noch eine halbe Tomate und oben drüber, also gewürzt und oben drüber ein bisschen Schinken. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und das ist der erste Teil vom Mittagessen, diese Röllchen. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, Mittagessen heute. Sieht zwar nicht so super aus, schmeckt aber, also ich habe schon probiert. Und zwar sind das Sudels, also diese Sudelnudeln. Beziehungsweise habe ich auch teilweise die Zucchini geschnitten, weil sie zu groß war für dieses, für diesen Sudelmaker. Muss ich die schneiden. Dazu eine Tomate, da ist Frischkäse drin, Tomatenmark, Gewürze, Kräuter. Ja, und das war's. Und das schmeckt sehr, sehr gut, schnell gemacht. Ja, ist sowieso momentan mein absolutes Lieblingsessen, Zucchini und Tomate. Jupp. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt es heute Hühnerfrikassee. Aber ohne Fleisch, da tut man ja ein Hühnchen rein. Ich habe es ohne gemacht. Denn das war eigentlich nur eine Resteverwertung. Ich hatte aus den Boxen hier so viele Hühnerbrühen, ich glaube 6 Gläser oder so. Hier habe ich jetzt alle reingetan, dann 2 Spargelsuppen, diese Tüten. Dann habe ich 2-mal Spargel gekauft aus dem Glas drin, 2-mal Pilze sind drin. Dann habe ich noch Möhren reingeschmissen, was hatte ich noch? Lauchzwiebel. Und Suppenklößchen, genau, die waren auch in der Box drin, die habe ich auch reingeschmissen. Habe ich mir jetzt noch Reis gekocht und ja, das ist mein Hühnerfrikassee. Ich lasse es mir jetzt schmecken, würde ich sagen. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt heute Süßkartoffelpommes. Die sind allerdings gekauft, leider nicht so lecker und leider auch verbrannt, obwohl ich sie genau nach Packungsanleitung gemacht habe.
Hier brät mein leckerer Lachs. Und im Ofen habe ich noch ein, also Gemüse mit so einer Soße und Käse. So, und endlich ist mein mehr oder weniger gesundes Essen fertig. Also hier die Pommes, die schmecken leider gar nicht, sind auch teilweise verbrannt. Honigketchup, also mit aus Honigtomaten. Hier Kaisergemüse mit so einer Soße. Und hier habe ich noch ein Stückchen Lachs mit Zitrone. So, meine lieben, Mittagessen heute. Nichts Spektakuläres. Reis in Gemüsebrühe gekocht und Kaisergemüse, also der Rest von gestern. Also so eine Kaisergemüse mit einer Soße. Genau, und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, das ist mein Mittagessen heute. Quinoa-Salat mit Cherry-Tomaten und Hirtenkäse. Und hier könnt ihr sehen, schmeckt sehr, sehr lecker. So, meine Lieben, ihr dürft raten, was es heute zum Mittagessen gibt. Richtig, mein Lieblingsessen, Sudels mit Tomaten, Tomatenmark, Frischkäse. Also Low Carb, lecker, gesund und macht satt. So, guten Morgen. Heute gibt es Porridge zum Frühstück. Und zwar ist es das Brio Superfood Porridge Achain Goji. Ich habe das jetzt im Topf gemacht. Ich hoffe, das schmeckt. Das sollen eigentlich 2 Portionen sein. Jetzt habe ich einfach hier alles reingekippt. Ich hoffe, das wird nicht zu viel sein. Ansonsten esse ich den Rest morgen. Ich habe das mit Mandelmilch zuckerfrei gemacht, weil ich die ja noch habe und nicht weiß, was ich damit machen soll, weil so trinken schmeckt die nicht, weil die ist ja zuckerfrei. Und dazu gibt es wie immer einen grünen Tee. So, meine Lieben, das ist mein heutiges Mittagessen. Reis habe ich gekocht in Gemüsebrühe, dann in der Pfanne tiefgefrorenes Gemüse. Da habe ich Asia-Gemüse, also war nur noch der Rest, also die Hälfte, und Öl angebraten. Dann hatte ich Erdnussbutter ist das, glaube ich, 2 Teelöffel reingetan, bisschen Wasser und so eine Chili-Knoblauchsoße, die ist extrem scharf. Und dann habe ich den Reis dazu getan und es köcheln lassen. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, das ist mein Abendessen heute. Und zwar ein Salat. Und zwar ist es Käse, ich glaube Gouda, so ein ganzes Stück, aber davon habe ich nur 200 Gramm, also die Hälfte genommen. Wurst, das ist Hähnchen, davon habe ich auch nur die Hälfte, also ich glaube 200 Gramm genommen. Dann ein Esslöffel Rapsöl, 2 Esslöffel Essig. Ich hatte nur Apfelessig, das war aber, glaube ich, zu viel. Salz, Pfeffer, dann noch so ein Gemüsebrühe, sage ich mal. Und Kräuter. Genau, und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute Rosenkohlauflauf. Und so sieht das Ganze auf dem Teller aus. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt es heute Low Carb Salat bzw. Kartoffelsalat. Kartoffeln habe ich durch Kohlrabi ersetzt und Mayonnaise ist auch drin, aber keine gekaufte, sondern eine selbstgemachte. Und ja, dadurch ist das Low Carb. So, und zum Frühstück gibt es heute Porridge mit Kokosflocken und Walnüssen und dazu wie immer einen grünen Tee. So, Mittagessen heute Süßkartoffelpommes, 2 Spiegeleier. Und ein bisschen Gemüse. So, Mittagessen heute Wurstsalat. Da ist eine Wurst drin, Gouda, Gurken, 2 Eier, eine kleine Zwiebel und selbstgemachte Mayonnaise. Schmeckt sehr, sehr lecker und Gewürze nach Wahl. Dazu gibt es 2 Spiegeleier. So, Mittagessen heute ziemlich ungesund. Ein Baguette mit dem hier. Das ist Currygeflügel. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Das ist so vegan. Und dazu Röstzwiebel. So, meine Lieben, Mittagessen heute Pfannengemüse und ein Wallis-Schnitzel. Also das wollte ich schon immer mal probieren, das ist vegetarisch. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute leckere polnische Gurkensuppe. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute leckeres Porridge mit Walnüssen. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute eine Gemüsetasche in Pizzaform. Ich habe nämlich runden Blätterteig gehabt und habe dann so eine Pizza draus gemacht. Ja. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es heute Low Carb Lasagne. Sehr, sehr lecker, kann ich euch echt weiterempfehlen. Und dazu gibt es einen grünen Tee. So, good morning in the morning, meine Lieben. Heute gibt es ein gesundes Frühstück, und zwar griechischer Joghurt, Nüsse,
Himbeeren, Kokoschips und Zimt. Und dazu natürlich ein grüner Tee. So, meine Lieben, heute gibt es Sudels mit körnigem Käse, Frischkäse, Hirtenkäse und Lachs. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es eine Portion Kilo Cake. Und schaut mal, wie viel das aussieht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr von Kilo Cake schon gehört habt. Das ist die Wunderwaffe beim Abnehmen. Mit ordentlich Zimt obendrauf und dazu gibt es einen Tee. So, good morning in the morning, meine Lieben. Heute gibt es den restlichen Kilo Cake von gestern. Ich habe tatsächlich nur ein Drittel geschafft und war schon satt gewesen. Ja. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute leckere Lauchcremesuppe.